Gessen, liebe Leute. Ich bin der Flö aus Nurach. Und ich bin der Flo aus Wadring. Und wir begrüßen euch alle zu einer neuen Folge vor auf einem Ratscher im Pilasetal. Ja, es freut uns wieder narrisch, dass ihr euch eingeschalten habt und dass ihr uns eure Zeit schenkt. Heute melden wir uns aus der Hochfuitz. Und heute haben wir ganz eine spannende Person am Tisch hocken, und zwar ist das der Günther Danzl. Der ist das Mikrofon schon gewählt, ist gar nicht mehr so nervös. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere schon aus dem Fernsehen. Der Günther hat einmal bei Bauersucht Frau mitgemacht und die Zeit möchte man heute mit ihm ein bisschen Revue passieren lassen. Günther, gefreut uns narrisch, dass wir da sein dürfen. Vielleicht möchtest du dich nochmal kurz zufischen. Grüß dich. Ja, grüß dich. Gefreut mich auch, dass du da seid und dass ich da einmal einen Hangar da dürfen. Ja, ich habe es mir schon mehr oder weniger vorgestellt. Aber ich Günther. Um's beim Hof nun, na, meine kennen mich eher mehr. Schau mal, ich bin gespannt auf irgendwelche Fragen. Wie alt bist du, Günther, und wie ist der Bauer, beschreibt dein Bauernhof nicht kurz? Wo sind wir jetzt da eigentlich? Ich bin jetzt 49 und ja, ich setze über Eck herum. Momentan habe ich 32 Mutterkehr. Mhm. 2004 auf Mutterkühe umgestellt, weil mir einfach das Melken zu viel geworden ist. Okay. Weil wir mit der Arbeit nicht mehr zusammengekommen sind. Und ja, so läuft es jetzt relativ gut. Wir haben jetzt in seinem Betrieb recht gut aufgestellt und sind nicht mehr so stressig unterwegs und aber echt genug Arbeit. Seid ihr zufrieden, ja. Ja. Günther, jetzt gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Du bist bei Staffel 14 von Bauersucht Frau dabei gewesen. Das war schon im Jahr 2017, man glaubt es kam irgendwie, dass wir das nicht so lange hergekommen. Jetzt gleich mal die erste Frage. Wer hat dich da angemeldet? Hast du das selber du? Hat dich wer angemeldet und warum? Ja, angemeldet habe ich mir selber. Hast du das eben? Angemeldet habe ich mir selber, weil da war ich stur, wenn mich Bauern angemeldet hätten, dann hätte ich nicht mit da. Ach so, echt? Ja. Und ja. Aus was aus ist das gekommen, dass jetzt du sagst, du meldest jetzt bei Bausucht Frau? Wie soll ich sagen? Es ist also ein bisschen eine spontane Idee gewesen. Mhm. Ich habe jetzt beim Fernseher geguckt, die haben mir das Thema mal angeschaut, vorher schon. Und ja, dann habe ich den Gedanken gehabt und jetzt probiere ich den Quatsch einmal. Ja, melde ich mir mal an. Nicht gesehen kann so, weil. Stimmt, gute Einstellung. Nachher ist eigentlich innerhalb von ganz kusch zur Zeit ist nachher schon jemand gekommen, das Casting machen. Okay. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, wie läuft denn die Anmeldung da überhaupt? So, ruft man da an oder schreibt man da eine E-Mail hin oder wie meldet man sich denn da überhaupt so? Ja, da meldet man sich über die ATV-Seiten, meldet man sich an. Mhm. Ja. Mehr oder weniger füllt man da einfach so ein bisschen einen Fragebogen aus und man muss sich ein bisschen selber vorstellen. Ist dann so eine Standard-E-Mail, das wisst ihr eh, wie das läuft, ja. So eine Standard-E-Mail, wo du eigentlich nur schreiben kannst, wo du keine E-Mail-Adresse, nichts hast. Und wie gesagt, ich mache zwei Tage drauf, hat schon jemand angerufen. Okay. Und keine Woche danach ist dann schon eine gekommen und hat da Casting gemacht. Okay. Ja, das Casting, wie läuft das so? Da kommt einer zu dir auf dem Bauernhof? Da kommt jemand zu dir, dort nachher hat er so wenige Standard, eine kleine, normale Pocket-Cam mit. Ja. Okay. Mhm. Und nimmt dich halt so ein wenig auf, wie du redest, was du redest, was du am Betrieb hast und tust und wer du bist und ja, dass du einfach ein bisschen vorgestellt bist. Ja, jetzt, was mich noch interessieren hat, ist, was sagen deine Angehörigen da dazu? Hast du das denen gleich gesagt? Hast du vorher schon mit denen geredet oder ist das erst im Nachhinein gewesen, dass du gesagt hast, hey, ich habe mich bei Bausucht Frau mit? Und was haben die dann drauf gesagt? Na, gesagt habe ich eigentlich allen und alles gleich. Ja. Weil zwangsläufig, wenn da jemand kommt, das Casting macht. Nein, merkt man ja, gell? Kann man ja nicht verstecken. Na, ist das nicht so einfach zu verstecken. Ja. Und sind eigentlich alle eingebunden gewesen und sind eigentlich alle voll hinter mir gestanden. Ja, super, oder? Mehr braucht man jetzt. So soll es sein. Ja, und dann haben sie die ausgewählt, oder? Und dann, wie geht's dann da, wie ist es dann für die weitergegangen?
Ja, na, wie ist das noch gewesen? Da habe ich noch irgendwo noch 2-3 Wochen danach und ich noch Bescheid gekriegt, dass ich dabei war. Dass die nehmen. Ob tatsächlich das Interesse noch besteht. Ja. Okay. Bis dahin hast du jederzeit die Möglichkeit. Aha, das sagst du, magst jetzt dich. Mehr oder weniger aussteigen. Mhm. Weil du unterschreibst zwar zuerst schon so einen wenigen Casting-Vertrag, mhm. Wie die eine da, du weißt schon mit dem Datenschutz und mit allem, ja. Ist ja so heutzutage, dass du überall Datenschutz unterschreiben musst und so weiter. Und bis dahin hast du noch jederzeit noch die Möglichkeit, sie zurückzuziehen, wie auch immer, aus welchem Grund auch immer. Hast du dir das einmal überlegt, dass du sagst, jetzt mag ich es echt nicht mehr da oder so? Oder ist eigentlich nein, ist eigentlich keiner noch kein Thema nicht gewesen. Okay. Weil, sagen wir, gleich gesagt, du bist jetzt dabei. Wenn du jetzt da dabei bist, ja. Du wolltest das ja. Also es ist eben, ja. Es ist ja eigentlich. Hat die auch keiner angemeldet, du wolltest das ja selber da. Genau so ist es, ja. Ja, und nachher flattern die Bewerbungen ein. Die Bewerbungen für die Damen flattern da. Wie kommen denn die? Kommen die per Post? Ja, zuerst ist einmal das Ding gewesen auch noch. Zuerst kommt nachher nochmal ein Filmteam. Ah, genau, ja. Einen Tag. Und da bei meinem Fall ist noch sogar die Ding dabei gewesen, die Arabella. Aha. Ah, die ist da hergekommen, doch. Die ist da gewesen, ja. Ah, cool. Und dann wärst du ja die Vorstellungsfolge gedreht. Ist noch das schon eine spannende Geschichte. Und dann kommt nochmal sogar noch ein zweites Filmteam. Von ATV direkt. Ja. Für ganz andere Sachen zu aufnehmen. Und ja, wie es halt so ist. Nachher wärst du das ausgestreut. Wie ist das? Wie bereitet man sich jetzt auf den Dreh vor? Was hat man da so ein Gefühl, wenn man weiß, okay, morgen kriegen wir ein Filmteam? Was ist das für ein Gefühl gewesen? Oder wie hast du dich darauf vorbereitet? Ja, nur fangen kannst du dich gar nicht vorbereiten, weil du nicht weißt, wo es kommt. Ja. Aber ist man da nervös, wenn man weiß, morgen kriegen wir ein ganzes Filmteam und macht einmal so ein Porträt von mir? Natürlich ist man ein wenig nervös, ist ganz logisch. Hm? Ist ganz normal. Wenn du das nicht wusst, dann ist es ziemlich ein Abreder und sein. Ja, dann ist es ein Abreder sein, ja. Ja, aber nachdem das ausgestrahlt worden ist, kommen die Bewerbungen von den Damen und ja. Die kommen dann per Post, per E-Mail, wir flattern in die her. In unserem Fall sind sie ja in den Lehrgang hinten übergeben worden. Aha, okay. In unserem Fall, wir haben Briefübergabe direkt bei einer Sendung, bei einer so. Aufzeichnung gehabt. Ah, okay. Wir haben uns da in den Lehrgang, sind wir durften dazumals alle zusammengekommen. Mhm. Also alle Kandidaten von Kandidaten zusammengekommen, sind in Lehrgang ist von meiner Sicht her eine relativ coole Sache gewesen, weil sie die Kandidaten nachher schon bei der Briefübergabe alle kennenlernen. Ja, das stimmt, ja. Das ist gegenüber bist du mehr oder weniger, weil es ist ja nach hinten noch das Event, wenn du erst beim Event kennenlernst, mit so einem Kandidaten, na, ist ja eigentlich schon alles den einen und den anderen, weil da sind ja die gewissen Sendungen, werden ja schon vor das Event aufzeichnet, weil stehen da schon die gewissen Sendungen, die ersten sind ja da schon ausgestreut worden. Na, kennst du zwar den einen und den anderen nicht gerade von der Vorstellungsfolge, sondern auch schon ein bisschen aus dem Fernsehen, aber du hast jetzt erst noch nie persönlich gesehen. Aha, auf Tops ist da die Brief so übergeben gekriegt. Ja. Und nach welchen Kriterien hast du dann da deine Damen ausgewählt? Oder wie hast du geschaut, was lädt immer jetzt für euch ein bei mir? Die Kriterien sind auch bei mir relativ einfach gewesen. Es sind nicht viele Bewerberinnen gewesen. Ach so. Aber es ist relativ schnell gegessen gewesen, das gehabt? Thema. Wie viel hast du gehabt? Es sind eigentlich, wenn du das effektiv nimmst, sind eigentlich gerade 5 oder 6 Bewerberinnen gewesen und da fällt die Hälfte einmal eh sofort weg. Ja, okay. Aha. Weil halt einfach gewisse Kriterien da sind. Stimmt, ja. Weißt du auch vorher überlegt haben, was du für... Ja, du hast ein gewisses Gefühl, wenn du ein Foto siehst oder wenn du viel mehr siehst ja von der Beschreibung von der Person aus. Ja, ja, ist halt auch so. Da ein bisschen tust du sortieren, ja. Ganz logisch. Ganz klar, ja. Und dann ist oft nicht viel überblieben. Ah, ja. Und nachher kommen ja diese Damen mehr oder weniger, sind ja dann da hergekommen zu dir, zur sogenannten Hofwache, oder? Mit Kamerateam begleitet, nimm uns da ein bisschen mit zurück in die Woche. Wie ist das angelaufen? Wie ist der Dreh da angelaufen? Wie kann man sich das so vorstellen? Ja, das
sieht man eigentlich eh bei der Sendung, wie es ungefähr wo läuft. Aber ich meine, wenn man jetzt, einen, keine Ahnung, ein Filmdraht, gibt es Szenen, die ein Draht werden. Ist das da auch so oder ist das wirklich das Leben, das du da lebst mit deiner, wo es dann einfach eine Kamera begleitet? Oder ist da schon ein Regisseur, der da sagt... Da ist ein Regisseur dabei. Ja, wie soll ich sagen? Es ist nicht alles so, als wärst du selben Fisch tust. Es ja, wird schon... Weißt du, ein bisschen was schon ein bisschen geschönt. Und ein bisschen. Es ist auch so, wenn so ein Team da ist, es ist nicht so, dass du bist. Okay. Mhm. Weil der Regisseur, der kann da gewisse Informationen geben oder vorenthalten oder wer es halt so schön ist. Mhm. Wenn jemand hinter der Kamera steht und da ein bisschen deichselt, der kann halt gewisse Einflussnahmen machen, was du nicht gewusst. Mhm. Was jetzt nicht so richtig sei, dass er Regie macht, aber er mag auch keine Frage recht stellen. Ja, okay. Dann kriegt er eine Antwort, was er mal reinpasst. Die, was er will. Genau, ja, okay. Weil es ist halt so, stellst die Frage so oder anders, das macht eine Einflussnahme auf die Antwort. Da wollte ich dich nämlich auch noch fragen, weil uns das interessiert hat, wenn jetzt da die Hofdamen da sind, ist es das so, dass man sagt, man ist da sich selbst und man ist natürlich im Gespräch mit denen, oder ist das schon alles ein bisschen eine andere Situation, wenn das vor der Kamera ist? Kann man da überhaupt natürlich sein, sage ich, oder ist man da ja, ich glaube, die Antwort, die habe ich jetzt in dem Sinne eh schon fast gegeben. Natürlich ist man... Man tut schon ein bisschen Schauspiel. Man selbst oder wie auch immer. Aber es ist halt auch eine gewisse Sache, Schauspielerei dabei. Ja. Weil es ist so, dass, wie soll ich sagen, jede Szene sieht man ja im Fernsehen aus drei Blickwinkeln. Mhm. Einmal aus deiner? Nein. Ach so. Man sieht es einmal, wird die Leute bei der Tür reingehen. Ach so, ja. Von außen. Mhm. Einmal sieht man es noch, wie es von innen gefilmt ist, wie es durch die Tür reinkommen. Ja, okay. Mhm. Das heißt, die gleiche... Die gleiche Situation Szene wärst, oder jede fast jede Situation wärst zwei- oder dreimal. Ah, von diesem aus. Mhm. Es ist einfach, die müssen dreimal reingehen. Ja. Sprich, einmal werden sie von außen gefilmt, ja, wie es zu der Haustür zugehen. Einmal wärst du von innen gefilmt, wirst bei der Haustür nachher reinkommen. Mhm. Und nachher vielleicht noch ein drittes Mal irgendeine Nahaufnahme oder was weiß ich und was weiß ich. Mhm. Also ist in dem Sinne da dann eine gewisse Schauspielerei auch dabei. Ja. Weil du traust ja die Szene dreimal, nicht gerade einmal. Ja. Spannend, total spannend. Könnte eigentlich viel mehr auf einem Filmset checken, oder? aber was jetzt ins Dächt interessieren hat, ob man auch abseits der Kamera dann doch Zeit verbringt mit seinen Leuten, die man sich da eingeladen hat, mit den Damen, oder ob da wirklich einen ganzen Tag das Kamerateam dabei ist? Das Kamerateam ist am ganzen Tag dabei. Okay. Speziell die ersten zwei, drei Tage. Mhm. Der erste Tag ist ganz zart gewesen. Okay. Die sind um einen, ich weiß jetzt nicht mehr, wann es Vormittag auftaucht sind, das Filmteam, ich mache um einen 9. Und Draht haben wir bis um 12:30. Ach so. Ja. Sprich, da ist noch nicht nachher noch etwas gewesen, dass du nachher noch irgendwo die Nacht noch. Weil da ist noch gewesen und du bist gern schlafen. Ja, dann das glaube ich, ja. Aha, also bleibt da nicht viel Zeit, dass du hast sagst. Schon zwischen den Szenen ein bisschen dabei. Aber in der Regel haben sie eben nicht Arbeit. Mhm. Ja, eben. Sprich, wenn ein Interview mit einer von den Bewerberinnen ist, dann hast du schon einen Moment dabei, dass du vielleicht mit der anderen angesprochen kannst. Mhm. Ist dir das auch wichtig gewesen, dass du die Momente auch hast? Ja, natürlich. Mhm. Schaut mal da, dass man ein bisschen... Die Leute kennenlernen, wirklich kennenlernen. Genau. Ohne Kamera vielleicht auch mal. Ohne Kamera vielleicht. Ja, man hat es in der Sendung gesehen, du bist da. Aktiver Mensch, hast viele Hobbys, Drechseln, Schnitzen, Schnapsbrenner, aber was auch ganz speziell ist bei dir, du hast dir da Homöopathie ein bisschen verschrieben, bist mit dem Pendel unterwegs. Erklär uns jetzt das einmal ein bisschen, was heißt das für die Homöopathie, was tust du da? Ja, Homöopathie ist für mich erst einmal irgendwo interessant geworden, weil man gewisse Kleinigkeiten relativ gut ein bisschen sein kurieren kann und ein bisschen
Treibfuschen kann bei gewissen Sachen. Mhm. Funktionierst recht gut, weil, wie nennt sie es, mit unvoreingenommenen Sachen hernimmt. Ja. Sprich, bei Kindern oder bei Viechern, dann sieht man halt, dass das tatsächlich wirkt. Okay. Weil als Erwachsener hast du ja immer irgendwo ein bisschen einen Kopf dabei. Mhm. Wenn du das probierst und du bist negativ eingestellt, dann brauchst du das gar nicht. Dann kannst du das gleich lassen. Gell? Wie läuft das konkret da, was tust du? Wie kann man sich das feststellen? Ja, natürlich hat man in der modernen Zeit das Internet. Mhm. Man geht eigentlich ins Internet oder man hilft. Zuerst hat man einmal eine Krankheit. Ja, genau. Da fangen wir an. Zuerst hat man einmal eine Krankheit. Ja. Nachher schaut man, was hat die Krankheit für eine Auswirkungen, für eine Sachen, wo tut was, was weh oder was hat man für ein Krankheitsbild. Mhm. Nachher geht man her. Oder bin ich hergegangen bei verschiedenen Sachen und habe halt einfach einmal geschaut, die Krankheit und was konnte ich da eventuell für eine Globuli hernehmen. Beziehungsweise das tut weh oder das tut weh und was passt da für eine Globuli. Und zwar in der heutigen Zeit, da muss halt am einfachsten im Internet, beim Google oder wie auch immer, dass man irgendwo sucht. Dann habe ich natürlich auch ein bisschen Literatur da. Verschiedene Bücher, wo man nachher schauen kann, auch noch, wo man auch noch sucht. Dann schaut man halt einmal, was hat man da für eine Palette, was sagt man, wird man da einmal vorgeschlagen. Weil es gibt ja tausende Globuli, dann tust du ja nicht leicht, was passt da. Mhm. Nachher probierst du jetzt halt einfach einmal, schaut ganz einmal eben, was für eine Krankheitsbilder hat man. Dann kann man schon einmal reduzieren. Von denen Globuli, die was da aus der Literatur oder aus dem Internet vorgeschlagen werden. Und dann bleiben halt noch ein wenig über verschiedene Globuli-Sorten und von denen tue ich dann einfach nochmal mit dem Pendel schauen, was passt jetzt definitiv oder was passt nicht. Okay. Und nachher geht es ja noch darum, dass nicht nur das Mittel passen muss, sondern es muss ja von den Globuli sind ja noch die verschiedenen Potenzen da, wie oft das verschüttelt worden sind. Und das tust du halt auch am einfachsten mit dem Pendel, dass du die richtige Potenz findest, weil das ist relativ entscheidend. Es gibt die Potenzen von, da gibt es D-Potenzen, C-Potenzen und dann gibt es nur von 1 bis auf 10, 20.000. Okay. Das heißt, sehr vielfältig. Und da musst du eben, das ist das Einfachste, dass du das da mit dem Pendel eingrenzt. Mhm. Weil das der Grenzt ist durch Literatur ganz schwer. Mhm. Was ich auch, oder was mir auch total interessant finden, dass du das auch eben mit der Landwirtschaft verbindest, dass du auch gesagt hast, du nimmst das auch für die Viecher her. Wie kann man sich das feststellen, wie nimmst du das für die Viecher her? Ja, das sind einmal die Sachen, die einfachen bei einer Kalbacher Arnika. Globuli. Ja, wenn du dir das nicht gibst, dann gewascht ist und wenn du dir dann eine Kalberkuh gibst, dann heulen sie halt gewisse Sachen schneller aus. Okay. Sind sie da noch so verschiedene Sachen, wo sie uns. Was du eben so mit der Arbeit auch mit der Landwirtschaft verbindest. Ja. Cool. Ja. Ja, ist total interessant, weil du vorher gesagt hast, von den Kindern, ich erinnere mich oft zurück, dass man früher, wenn man sich irgendwie weh hat, hingeflogen ist, hat die Mama Globuli gegeben und dann ist es besser gewesen. Es haben halt viel Kremer, es ist besser. Also stimmt, du hast. Bei den Kindern ist halt das Schöne, wenn du das positiv umbringst, sie kommen nachher an jedem Mal hinkugeln, sei ihm daher. Ja. Ah, Globuli, bitte. Ja. Oder sie kommen aus der Ära daher und dann weißt du schon, was geht und dann kriegst du mit dem Globuli-Flasche und. Und es wäre besser. Ja, da ist noch nicht einmal so tragisch, was da gibt, Hauptsache die kriegen gesagt. Genau, ja. Was da die Psyche oft ausmacht, gell, ist. Ja. Ist der positive nicht Gedanke. Ja, das ist einfach der positive. Der positive Gedanke ist da das Wichtige. Da ist einfach. Da ist das Mittel, was du ergibst. Natürlich gibt es ja, wenn es hinkugeln, da nicht kann. Aber wenn es ja irgendein Placebo gibt, oder ist auch nicht tragisch. Solange es wirkt, solange es hilft. Da ist oft bei einem kleinen Sturz, wenn es natürlich richtig kugelt und sie dann sie richtig werden, ist halt schon wichtig, dass der. Ja. Dann gebe ich auch schon eine Arnika, aber wenn es jetzt einmal kugelt und
ich habe jetzt nicht schnell eine Arnika zur Verfügung und sie sind gerade nicht gut Ding. Ja, ja. Nett. Es ist nicht so ein Zuckerkrug, auch nicht. Genau. Das ist auch schon gemerkt. So, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu deiner Zeit bei Bausucht Frau. Nicht nur mal kurz zum Abschluss. Internet zu interessieren und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch. Wie ist das jetzt bei dir ausgegangen? Die Hofwache war und was hast jetzt du da erlebt, wie ist bei dir ausgegangen? Ja, fürs erste Mal ist eine interessante Zeit gewesen, weil man hat halt da, da gewisse Einblicke gekriegt, was ein Zist nicht hat. Man sieht halt einmal ein bisschen hinter die Kulissen rein. Ist total eine positive Lebenserfahrung gewesen. Und ja, was ist hinten geblieben? Hinten geblieben ist eigentlich von der Sendung her nicht viel. Weil es ist noch relativ, das hat sich noch relativ schnell verlaufen. Mhm. Und ist noch eigentlich von dem her nichts mehr überblieben. Außer das Einzige, was halt was richtig hinten geblieben ist, dass man trifft sich halt noch mit den einen und den anderen Kollegen. Ah, okay. Also zumindest das auf jeden Fall. Dessen ist Freundschaft. Ganz, Freundschaften hat man aufgebaut. Mhm. So ist wie mit Toni, der ist eh nicht vor, wie lange ist jetzt her? 2 Monate? Mhm. Ist der so nicht wieder einmal da gewesen. Okay, cool. Oder ein Bernhard, ein Alpaka-Züchter. Mhm. Alpaka-Züchter Bernhard. Densen haben wir jetzt nicht vor einen knappen Monat aufgesagt. Okay. Sind wir bei Ermitten gewesen. Also das heißt, die hat jetzt die Sendung Bausucht Frau hat da jetzt mehr Freundschaften gebracht, dafür nicht die große Liebe. Vielleicht nochmal, hast du im Vorhinein das erwartet, dass du die große Liebe findest? Ja, irgendwo hat man die Erwartung, dass man da die Partnerin findet, die was zu einem passt, weil ja, es sind halt doch relativ viele Leute und dann hat man die Vorstellung vorher. Ja, da bin ich relativ schnell auf dem Boden der Realität geholt worden und das ist halt nicht so gewesen. Aber man ist ein bisschen bekannt nachher und wie soll ich sagen, ist vielleicht noch kein Nachteil nicht gewesen. Ja, vorher ist schon vom Babyphone die Rede gewesen. Du hast von nicht bei Bausucht Freude große Liebe gefunden, aber mittlerweile bist du glücklich vergeben und hast sogar ein Kind, oder? Wie ist das jetzt? Mittlerweile glücklich vergeben, verheiratet und ein Kind, jawohl. So schnell geht's dann echt, gell? Die Frau steht nebenbei, lässt ihn so ein bisschen zu, mit dem Babyphone in der Hand, ganz gespannt, was mir da so fragt. aber dann nochmal dann dazu sagen, hast du die Zeit schon positiv in Erinnerung, wie es gewesen ist? Schon. Ein Großen und Ganzen. Positive. Wenn du jetzt nochmal ohne Frau und Kind im Jahr 2017 warst, aber mit dem Wissen, was du jetzt hast, darfst du dich dann nochmal umhalten, was sagst du? Eine schwierige Frage. Schwierige Frage. Eine schwierige Frage, aber wenn man das nochmal aufhört. Ja. Eher nochmal sicher nicht. Ja. Aber wenn ich das wissen, was ich jetzt so vorher gehabt hätte, war ich auch nicht, ob ich mich umhalte. Also nicht mehr so ganz okay. Sicher. Also nicht mehr ganz sicher. Das halten wir einmal so fest. Günther, dann kommen wir schon langsam zum Schluss und haben jetzt noch eine letzte Frage an dich. Du hast dich getraut, hast dich bei Bausucht Frau umgemalt, hast da mit du, hast extrem viele Erfahrungen gesammelt. Erfahrungen, was vielleicht viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so nie machen werden. Was für deine Erfahrungen oder was möchtest du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mitgeben jetzt auf diesem Weg? Was darfst du denen gerne sagen? Ja, einfach positiv und gut eingestellt durchs Leben gehen und ja, einfach, wenn ich irgendwo etwas machen möchte oder etwas, was ich vorher nicht weiß, was auf die Tour dazukommt, einfach ja, positiv eingestellt sein und sich etwas trauen. Das würde ich sagen, ist ein perfektes Schlusswort für die heutige Folge. Vielen Dank, Günther, dir, dass wir da heute bei dir sein dürfen, mit dir den Raja da haben dürfen. Das war total interessant, oder? Voll lässig, oder? Da hinter die Kulissen eintauchen. Das ist ein bisschen eintauchen, cool, ja.
Ich sage Dankeschön. Vielen Dank dir und auch. Megelohnt habt ihr den Raja. Dankeschön. Vielen Dank dir und vielen Dank auch den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Wir wünschen euch alles Gute, gesund bleiben und wir sind 14 Tage wieder bei der nächsten Folge von Auf den Raja im Billersetal. Fertig. Fertig. Fertig.